So, hallo, liebe Waldiflowers, Freunde, hier sind wir wieder in den Minen von Moria, von Tara. Und ich habe ein bisschen rumgehackt und plötzlich, bumsalala, wir haben Kupfer entdeckt. Und den Schlüssel für die nächste Ebene. Nee, Kupfer. Nee, nicht den Schlüssel. Aber wir haben Kupfer entdeckt, endlich. Endlich, einfach auf so einen Stein. Anscheinend, also in der Ebene, die Steine sehen alle gleich aus, ist also Zufall, was man darin findet. Also mal Eisen, mal Kupfer. So, aber wir haben jetzt zum ersten Mal was gefunden. Und dann hauen wir uns hier nochmal was zu essen rein. Noch ein bisschen Energie kriegen. Sonntagsmittags und wir haben Kupfer gefunden. Endlich, endlich, endlich. Also muss ich einfach alle Steine dann wegmachen, bis man dann so mal ein bisschen Kupfer findet. Hier kommen wir noch einmal. Eisenerz. Okay. Es gibt leider nicht sehr viel, dieses Pilzrisotto. Wir haben ja noch so einen belebenden Trank. So, machen wir das. Genau. Chemie. Genau. Genau das Richtige jetzt. Das ist unser magischer Red Bull sozusagen. Oh, das sieht anders aus. Das ist Kupfer. Ja, wir haben schon zwei Kupfer. Wahnsinn. Das ist dann wieder Eisen. So, dann können wir endlich mal einen Kupferbarren machen. Die Distille bauen. Oh! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir auch Ebene 5. So, hier ist noch ein Stein, den nehmen wir mal einfach so mit. Gucken wir mal, was in der Ebene gibt. Ha, nicht einen Helm, den könnte ich gebrauchen. Viele Steine, okay. Also hier gibt es viel Material. Sonst gibt es hier keine Monster oder sowas. Das ist ein sehr großes Areal hier. Okay. Wow, naja, gut, hier kann man einiges abarbeiten. Ein bisschen Energie haben wir noch. Es ist eh Sonntag, wir können eh nicht zu Natalia, also können wir auch hier weiterarbeiten. Ah, das ist nochmal Kupfer. So, drei Kupfererz haben wir jetzt schon hier. So, jetzt wird uns gleich Energie ausgehen. Na gut, vielleicht reicht es noch, um hier einen kleinen zu machen. So, Eisenerz nochmal. Okay. Ja, das ist jetzt so gut wie vorbei. Ja, immerhin. Hier unten finden wir also auch Kupfer. Sehr schön. Endlich Kupfer gefunden. So. Dann können wir auch ein paar Auslieferungen machen. Wir haben jetzt auch Bienenwachs endlich und Honig. Kätzchen steht hier wieder im Regen. Komisch. Das ist doch mal ein gutes Ergebnis. Ach, macht der Natalia hier. Du hast ja viel zu tun, aber falls du mal moralische Unterstützung brauchst, kannst du ins Zentrum für Boostern kommen. Das sind alle wirklich sehr nett. Ja, ich glaube, sowas ist nichts für mich. Ach, hier kann man nur sowas. Okay. Und das Pilzrisotto, das ist eh zu nichts nutzen. Es gibt so wenig Energie wieder. Perfekt, ich brauche noch was für das nächste Treffen. Wir werden wieder das Buch des Geistes besprechen. Ja, viel Spaß dabei. Wenn es dir Spaß macht, was soll's. Oh, können wir da nochmal drauf rumhacken? Nee. Ich habe keine Energie mehr. Ich kann nichts mehr machen. So, ah, guck mal an. Hier. Was macht sie hier? Hm? Sophia. Juliet ist ein Ausnahmetalent an der Gitarre. Ich schwöre es. Ich weiß, was du denkst, Sophia. Du bist ihre Mama. Du musst das sagen. Aber Juliet hat wirklich eine Gabe. Das glauben Eltern immer.
Vielleicht lässt sich sie eines Tages zu, dass sich auch andere außer mir ihre Musik lauschen. Ja gut, ist ja zu schüchtern für Teenager und so, will sich nicht blamieren. Kann man ja verstehen. Keiner versteht sie, denkt sie. Ich bin so froh, dass Kai auf der Insel ist, auch wenn seine perfekte Haarpracht mich einfach nur neidisch macht. Ach, Kai, hol ab, Pilli. Ohne ihn hätte ich keinen Zimt für meine Zimtschnecken erfunden. Gibt's Versandhandel, schon mal von gehört? Naja. Ist hier irgendwas Neues? Das Karpfen. Der wird schon wieder. Was macht der mit der ganzen Blumenerde? Ich hatte irgendwo noch so einen Großvater, den er verbuddeln muss. Wer weiß, wer weiß. Warum renne ich immer gegen diese Mauer? Die Treppen sind einfach zu klein. Gucken wir. Ne, ist keiner. Hier haben wir zumindest ihn hier rumlaufen. Sehr gut. Dann können wir ihm schon mal seine Bretter geben. Belohnung! Parker, das ist eine echte Hilfe. Ha! 114. Siehst du mal, mein Freund. So geht das. Jetzt ist er Einwohner für uns. Ich weiß nicht, was er jetzt vorher war, aber. Ach, guck mal an. Wen haben wir denn hier? Sebastian Miranda. Als ich Violet gefragt habe, ob ich in ihrem Laden ausführen soll, war sie total beleidigt. Ich schätze, der Laden ist ihr ein und alles. Dann hat sie noch gesagt, dass ich mich auf der Schule konzentrieren muss, damit ich auf eine gute Uni gehen kann. Aber Profi-Skater brauchen keinen Uni-Abschluss. Ja, stimmt, aber schadet nicht. Du kannst nicht immer Skater sein. Irgendwann machen die Knochen nicht mehr mit. Das hilft ein Beruf, den man auch am Schreibtisch machen kann. Nimm dich vor Sophia in Acht. Sie wird dich mit irgendwen in der Stadt verkuppeln wollen. Verdammt, nachdem Helena starb, wollte sie sich mit Hazel zusammenbringen. Nichts gegen deine Omi, aber in manchen Gewässern sticht man nur einmal. Helena war die einzig wahre Liebe meines Lebens. Und das wird doch immer so bleiben. Okay, nice. Kann man eigentlich hier mit der Fähre wegfahren? Was? Nur vorausgelöste Tickets. Wo kriechen die überhaupt? Hier hat er sein Bötchen. Bruno wohnt hier. Ach, der wohnt hier auf dem Hausboot. Ach so. Das habe ich ja noch gar nicht bewusst wahrgenommen. Naja, okay. Ja. Komm wieder nicht da vorbei. Wo haben wir noch jemanden in der Kneipe finden hier? Und die jetzt geschlossen ist. Sonntagabend, klar. Da geht kein Mensch hier irgendwo hin. Gut, wir haben jetzt das ganze Holz verplempert, aber wir haben jetzt genug Geld. Wir brauchen eigentlich nur noch ein paar Steine, Eisenbahnen und das Holz kriegen wir auch noch. So, dann hoffe ich, ja, das können wir noch machen mit Vanessa, aber die werden wir heute nicht mehr sehen. Aber dann geht diese Mission auch voran. Ja, das Spiel ist hier wirklich ein bisschen auf länger angelegt. Braucht für einiges viel, viel länger als bei anderen Spielen. Ist nichts so viel, einfach mal nebenbei. Achso, doch, eigentlich schon. Jetzt, wie gesagt, man hat noch nicht so einen riesen schnellen Erfolg, weil man relativ wenig Energie hat und alles zieht sich so ein bisschen. Aber ist auch okay. Man muss ja nicht durch jedes Spiel immer durchhetzen. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Ich will Bananen. Ja. Oh, hier haben wir nochmal was. Zack, die können wir gebrauchen. So, dann müssen wir jetzt eine Kupferbarren herstellen lassen am nächsten Tag. Und nochmal eine Distel, Pilze, Unkraut. So. Oh, Omi, wie geht's? Da kann ich mit dir reden, okay. It's just a broom. Das glaube ich nicht. Irgendwas ist mit diesem Besen. Er guckt mich nur verdächtig an. So, wir können diese Seezunge zu einem Sushi verarbeiten, okay. Da braucht man Lachs für, okay.
Da brauchen wir Chili, Ananas, Meeresfrüchte, Paella brauchen wir. Was ist das? Safran. Aha. Ja klar, damit die schön gelb wird. Tomaten habe ich eigentlich auch noch nie gesehen hier irgendwo. Kokosreis, Pilze, wir haben keinen Reis mehr. Flunder habe ich, glaube ich, auch bisher noch nicht so oft gefangen. Satay-Nudeln. Das klingt so lecker. Hm. Tierfett. Können wir mal Fischeintopf machen mit dem Stör. Blumenkohlsuppe fehlt uns die Milch. Ups. Verklickt. Da brauchen wir Fleisch. Dafür brauchen wir Hefe. Ah. Fischstäbchen können wir machen. Dann machen wir die Fischstäbchen, die können wir für viel Geld verkaufen. Dafür sind die Blaubeeren. Wir können noch mal Tee machen. Der bringt uns ja was. Ein bisschen was. So. Und hier ist unser Getränk fertig. Schlump. Wunderbar. So, dann können wir eigentlich auch schon mit ins Bett, weil es am Tag ist eh gelaufen. So, dann Montag und dann ab in die Schmiede. So, jetzt hau dich hin, Kind. So. Wow. So, der Postsonntag, auch Montag genannt. Naja. Sie haben keine Post. Mir schreibt nie einer. So, die sind wieder fleißig im Produzieren. Sehr gut, sehr gut. Oh. Die Bohnen sind fertig. 6 Bohnen haben wir bekommen. Sehr schön. Dann machen wir hier mal den Orangenbaum rein. Dann haben wir unsere eigenen Orangen. Das klingt doch gut. So, die Bienchen sind hier auch fleißig. 7 Tage. Und dann machen wir mal einen Beschleunigungszauber drauf. 5 Tage. 5 Tage klingt gut. Und hier die Tulpen brauchen noch ein bisschen. Ja, das ist fertig. Das ist gerade fertig geworden, um zu gucken. Lustig. So, bin mal gespannt, wenn unser eigenes Orangenbäumchen fertig ist, wie das dann wird. So, hier wachsen Tulpen. Hier sind welche. So, dann würde ich die vielleicht mal ernten. Dann können wir die verkaufen im Blumengeschäft. Mach hier nochmal Blumenkohl rein. So. 6 Tage. Den lassen wir mal ein bisschen beschleunigen. Wumms. So. Besser als jeder Dünger. Ups. Sehr gut. So. Da oben ist wieder unser Kätzchen. Und das jetzt immer hier rumsteht. Komisch. Hi, Kitty. Die brauche ich zum Angeln, andere zum Fischen, zum Kochen. Ja, vielleicht müssen wir nochmal für Kätzchen so einen Fisch fangen. Ich denke mal, wenn man voll komplett Freundschaft mit der Katze hat, dann passiert irgendwas. Vermute ich, weiß nicht. Ja. ein Killifisch. Was ist das denn? Ein Strahlenflosser, den man in der Nähe der Farm findet, gewöhnlich. Also er ist gewöhnlich oder findet man ihn gewöhnlich? Das ist gewöhnlich. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Killifisch, wie ihr gehört. Okay, was alles gibt. Killi. Killifisch. Ein Schmetterling. Hm. Killifisch. Wieder unser Blümchen. Hexenkraut. Hier ist keiner. Okay.
So, mal sehen, ob eine Kokosnuss hier wieder irgendwo vom Baum gefallen ist oder von der Palme. Nee. Schade. Ist ja gar nichts. Protestiere. Oh, was macht denn der Kai hier? Gerade vom Surfen gekommen. Angus Donuts sind. Oh no, nicht ganz wie die zu Hause, aber nicht dran. Ja, die von der Mama sind immer die besten. Keine Ahnung. Ach komm, hier nimm mir so einen Apfelmartini. Vielleicht ist das für dich. Du denkst wohl, ich habe immer Hunger, nur weil ich viel surfe. Richtig gedacht. Okay. Na gut, wenn er nicht schon hier so steht. Hey, ich habe gehört, dass die Mine dank dir wieder instand gesetzt ist. Das ist so aufregend. Können Sie mal mitkommen. Vielleicht nimmt ihr mein kleines Geschäft ja jetzt endlich Fahrt auf. Da kannst du noch lange warten, bis ich Gold gefunden habe, mein Freund. Die sind eher nur kleine Fische, ne? So, komm, Fisch, beiß. Ja, so, Mensch. Ihr müsst auch mal euren Job machen, die Fische. So, was haben wir jetzt wieder? Ein Saibling. Eine Sardine. Okay. Ah, hier könnte was Lukratives drin rumschwimmen. Nehmen wir mal was anderen Köder. Gibt es eigentlich Angelmusik? Oh, 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 oh. Ein Tintenfisch? Ein Krebs? Eine Muschel? Ein U-Boot? Ein Schrimp! Ein kleines, langliches Kostentier aus dem Meer. Ein seltener Fang. Verkauf ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Okay, was machst du? Stöppelt die denn hier rum? Mensch, kauf dir mal ein paar Turnschuhe. Deine Mutter lebt immer noch außerhalb der Stadt, oder? Besuchst du sie auch mal? Oh ja, an allen hohen Feiertagen verbringen Juliet und ich Zeit mit meiner Mama und besuchen die Synagoge, in die ich als Kind ging. So. Oh, die ist jüdisch, okay. Juliet, ist die Synagoge egal, aber gegen das Essen hat sie nichts. Mama ist immer noch eine bessere Köchin als ich. Ja, es schmeckt nur zu Hause am besten. Das ist immer so. So. Schwupp. Dann müssen wir jetzt mal zu Vanessa gehen und ihr diesen Honig ins Maul schmieren. Das nicht so nett anhört jetzt. Ich hoffe, die hat geöffnet. Hier weiß man ja nie in diesem Ort. Ich gehe erstmal hoch. Blumenläden haben ja nur einmal am Tag auf. Im Monat. Nee. Klar, der hat geschlossen. Ja. Der guckt sich im Spiegel an. Wer will denn diesen Dreck? Na gut, gibt 92. Was soll's. Kann man immer gebrauchen, Kohle. Ja, Dings. Erde. Viel Spaß damit, was immer du damit vorhast. So, und zu Natalia eigentlich. Dann die fegt ihr Gelände hier. Hallo. Ich habe Kupfer gefunden. Machen wir Kupfer. Ich habe einen Kupferbarren jetzt. Weißt du, man braucht echt. Oh. Das Verhältnis ist aber nicht gut hier. Servus. So, kann ich mir jetzt endlich diese dämliche Schaufel. Nee, ich brauche immer noch mehr Eisenbarren. Alter Falter, ey. So, ich habe jetzt einen Kupferbarren. Das ist Wahnsinn. Es ist schon spät genug, um bei Dämmen vorbeizuschauen. Die Arbeit der Schmiede macht echt durstig. Es ist immer Zeit für eine Bar. So. Weil hier gibt es sonst nichts. So. Ja. Bienen. Ich muss hier irgendwo Vanessa finden. Ist hier schon in der Bar, aber weiß ja nicht, ne? Montags 3 Uhr. Warum nicht? Geht man auch schon mal in die Bar. Nee! Oh, Steffi macht zu. Hi, Damon, was machst du heute? Ich bin nur hier, um Lina Hallo zu sagen. Siehst du was, Melman, eine große Schwester.
Damon, wenn du mich in deiner Freizeit besuchst, hast du zu viel davon. Wird Zeit, dass du eine Freundin findest. Ist es denn schlimm, Single zu sein? What's wrong with being single, Lena? I'm fine being on my own. Ich wollte dich nicht beleidigen, Tara. Ich wollte Damon nur etwas aufziehen. Danke für deine Unterstützung, Tara. Aber Lena hat recht. Ich bin ihre Neckereien gewöhnt. Aber ich bin vielleicht bereit, die richtigen Personen kennenzulernen. Du bist also auch Single? Oh oh. Wir sind jetzt gute Freunde. Oha. Aufpassen, dass wir nicht verkuppelt werden. Aber muss verkuppeln. Ich wollte was kaufen. So, wir brauchen noch Reis. Nee, da haben wir jetzt auch nichts mehr gehabt. Und Milch. Schlimm. Verkaufen können wir. Wir hatten jetzt die Bohnen. Nicht die Bohnen. Verkaufen wir mal. Und die Möhren. Verkaufen auch mal ein paar. Kartoffeln haben wir auch noch. Oh, wir können was Neues kaufen endlich. Oh, Fenchel, Butter und Süßkartoffeln. Aha. Also wir können zum ersten Mal... Ah, Hefe können wir auch noch kaufen. Zum ersten Mal Butter kaufen. Die ist aber teuer. Das ist ja wie in der Realität. Das ist ja wie Gold. Halleluja. Spinat. Süßkartoffeln. Gut, kaufen mal. Kann nicht schaden. Kürbissamen gibt es hier. Und hier gibt es Tomaten. Okay. Zucker, Hopfen. Okay, Hopfen ist auch nicht schlecht. Können wir unser eigenes Bier irgendwann machen. Wir craften Bier. Ja, warum nicht? Tara Brew. Tara Kolsch. Ach, Kimi, was sollen wir hier machen? Parker hat letztens versucht, mich in ein Gespräch über Kirschblüten zu verwickeln. Klar, ich bin ja halb japanisch und so. Klar, jeder Halbjapaner ist geil auf Kirschblüten. Sakura, es gibt nichts anderes. Aber nein, ich kenne den Unterschied zwischen Prunus, Kanzana und Ichijo nicht. Parker steht echt richtig auf Blumen, ist irgendwie niedlich. Okay, naja. Wenn man immer auf seine Herkunft reduziert wird, ne, ist natürlich auch nicht so schön. Das nervt auch schon mal. So. Ja. Hm. Kann ich jetzt hier mit dem Schiff mal fahren? Hallo, Kapitän, ich will hier weg. Nein, geht nicht, schade. Ich komme hier nie mehr weg. Wir sind ausgeliefert. Hm. Jetzt auch keiner. Ist zu. Keine Ahnung, wo die alle rumlaufen. Jetzt auch kein Schwein. Nur er hier. Der hat jetzt keine Lust zu reden. Hm. Lass mal nicht sehen kann, wer wo ist hier auf der Karte. Und ob ich jetzt hier irgendwann noch mal Vanessa finde, habe ich so meine Zweifel. Die läuft mir jetzt irgendwo zufällig über den Weg. So, ihn haben wir zumindest noch hier jetzt. Ich habe Finn dabei erwischt, wie er im Garten nach Würmern gegraben hat. Oh, die kann ich gebrauchen. Erst dachte ich, er wollte sie Vanessa auf den Stuhl legen. Ach ja, mein Gott, Kinder. Warum nicht? Ups. Hallo Kinder, ich kann über den Zaun hüpfen. Ihr auch? Kann ich mit der Rutsche spielen? Ich will auch rutschen. Nee. Oh, 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 da ist sie ja. Die Honigfrau. Violet. Violet heißt sie eigentlich, genau. Haben die Bienen schon Honig produziert? Ja. Ohne viel Brumborium. Oh yeah. 5 Euro in die Wortspielkasse, Freunde. Siehst du, ich habe doch gesagt, sie stechen dich nicht, wenn du nett zu ihnen bist. Ich habe nur den Honig und den Wachs geklaut, genau. Mhm. Regionaler Honig ist super beliebt. Sebastian tränkt seine Pfannkuchen in dem Zeug. Das wäre mir zu süß. Nicht den Ahornsirup? Das ist ein Frühstücksverbrechen. Ich weiß, komisch, stimmt's? Aber unsere Mutter hat ihre Pfannkuchen auch so gegessen.
Wahrscheinlich macht er das im Andenken an sie. Ist eure Mutter gestorben? Nein, ich glaube nicht. Oh. Schau mal, hier sind noch mehr Tulpensamen. Danke. Tut mir leid, ich hätte nicht... schönes Thema gewechselt. Je mehr du aussäst, desto mehr Bienen wirst du anlocken. Klare Win-Win-Situation. Womit kann ich Bienen? So, und damit haben wir hier auch nochmal ein bisschen Beziehungsstatus. Es ist wirklich nicht Ottos Schuld, dass mein Vater kein Bürgermeister mehr ist. Aber manchmal stört es mich, dass mein Laden direkt neben dem Rathaus liegt. Es ist hart, ihn jeden Morgen so richtig tourig an meinem Fenster vorbeilaufen zu sehen. Das glaube ich. Okay, wir sind jetzt hier neue Bekanntschaft. Mhm. Mit den Bienen. Hm. Ja, nicht jeder mag den Bürgermeister hier. Das ist auch gut zu wissen. Auch hier diese Kirche. Der eine mag sie, der andere nicht. Natürlich schwierig, wenn wir hier Beziehungen knüpfen müssen, dass manche vielleicht für und dagegen halt gewisse Dinge sind. Können natürlich dann Konflikte auch geben. Wenn wir diese Kirche überhaupt nicht mögen, da, und hier ist einer wie er da total der Fan von, ist natürlich schwierig. Hey, hey, ich habe gehört, dass Hazel es nicht gut geht. Sag ihr, dass Francis und ich ihr eine gute Besserung wünschen, ja? Natürlich. Danke, Angus. Ja, das ist ja nett. Okay. Das ist sehr nett. So, hm. Weiß nicht, ob das bringt, wenn wir nochmal in den Wald gehen. Haben wir eigentlich genug Zeug, was wir da sammeln können. Jetzt gehen alle hier ein Saufen, wie es aussieht. Eigentlich mit allen schon gesprochen, bis auf die Bürgermeisterin. Ne, mit ihr haben wir ja auch schon geredet, ja. Vanessa Soft. Hat die Hazel schon ein paar ihre Tricks verraten? Hä? Wie bitte? Du lernst doch eine Farm zu führen, oder nicht? Hm. Okay. Ich will nicht indiskret sein, aber Hazel hat gegenüber meinem Mann angedeutet, dass sie dir die Farm überlassen will. Oh, natürlich. Ja, ich lerne hier zu helfen, damit sie sich ausruhen und gesund werden kann. Ah, natürlich. Schönen Tag noch, Tara. Have a nice day, Tara. Hm. Also. Ich weiß nicht, das klang jetzt für mich ein bisschen eher so danach, als wollte sie fragen, ob sie was über Magie beigebracht hat. Also. Aber das war jetzt nur meine Assoziation. Es ging ums Farmen. Naja, okay. Hm. Gut, als Frau des Bürgermeisters oder so will ich natürlich auch wissen, wer hier wo was macht und mit wem und warum und so weiter. Was hier so läuft. Ist ja auch okay. Jetzt klopft diesen blöden Stein klein, Mensch. So, das haben wir auch. Ein Stein, zwei Stein. So, wir müssen jetzt eigentlich die Distille bauen können. Hier haben wir jetzt einen Kupferbarren, den wir dafür brauchen. Können wir noch mit Oma reden? Früher gab es eine sehr erfolgreiche Ranch in der Stadt. Jetzt ist sie nur noch eine heruntergekommene Ruine. Es wäre wunderbar, sie wieder in voller Blüte zu erleben. Oh ja, wenn wir die aufbauen, hätte man aber wahrscheinlich einen Haufen Arbeit. Aber gut. So, die Distille. Ich brauche 10 Holz noch dafür. Na gut, dann könnte man die auch bauen. Das heißt, ich muss hier noch fleißig Bäumchen fällen. Aber ich kann ja die großen nicht fällen, weil ich nicht die Axt habe, weil ich dafür nicht das Material finde, was ich nicht in der Mine habe, weil ich habe nicht das Werkzeug. Und so weiter. Ich muss einen kleinen Baum finden. Die großen kann ich nicht. Nee. Das ist dann schwierig. Wie gesagt, das ist also ein bisschen auf langfristig angelegt, das Spiel hier. Kann ich hier einfach alles fällen. Ist aber auch ganz gut so, ist ja eigentlich eine Umweltsünde. In den meisten Aufbauspielen und Farmspielen scheint die Umwelt ja auch komplett scheißegal zu sein. Da wird abgeholzt und ausgehebelt und ausgebeutet, was das Zeug hält.
Muss man auch mal sagen. Also, die meisten Aufbauspiele auch immer nur Raubbau, Raubbau, Raubbau an der Natur. Und sehr kolonialistisch auch meistens. So, jetzt haben wir gleich auch schon wieder die Zeit rum. Hm. Da brauchen wir noch 2 Holz. Dann könnten wir auch die Kerzentauchstation bauen. Aber wir brauchen das Material auch für was anderes. Wir müssen eigentlich viel, viel mehr Ressourcen sammeln. Hm. Da brauchst du aber wirklich Wochen für. So, Bienchen pennen jetzt. Das ist alles in der Mache. Könnte noch einen zweiten bauen, natürlich. Mit dem Wachs, das wir bisher geerntet haben, dann kann man ja auch noch nicht so viel anfangen. Na gut, gehen wir mal ins Bett. I'm sleepy, I'm too. And I go to bed, yes, well, und wir machen jetzt die Augen zu. So, ich hoffe, ihr auch. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, es ist Dienstag. Eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.